Am vierten Tag ist dann etwas Schicksalhaftes passiert im Ausland. Ich habe alle Drogen der Welt genommen, bis ich 18 war. Aber das Citalopram, das war ein Film, in dem ich war. Ich konnte gar nicht die Realität wahrnehmen. Ich hatte die ganze Zeit Power. Am Montag kommt Diagnose, Aminoid-Krebs. Und dann war so für mich so vorbei. Ich erzähle kurz die Auszeit einfach. Ich hatte einen Burnout. Durch diverse Menschen, habe ich eben erzählt. Habe ich eine Auszeit gemacht, 2 Wochen. Dann ist was Persönliches passiert. Dann ging es mir etwas schlechter. Dann musste ich ins Krankenhaus. Dann ist was Persönliches passiert. In der Phase, wo ich eigentlich 2-3 Wochen Wellness machen wollte. Dann ist was Persönliches passiert. Dann wurde das Burnout etwas schlimmer. Dann wurde es besser. Dann hatte ich körperliche Ausfallerscheinungen. Ich bin hier im Flur 2-mal bewusstlos geworden. Ne? Ich hatte einen Hörsturz vorher schon. Also 3 Monate vor der Auszeit, wo ich nicht die Notbremse gezogen habe, ist mein Ohr was geplatzt. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, habe ich drauf geschissen, weitergemacht. Auszeit gemacht, was Privates passiert. Burnout wurde ein bisschen schlimmer. Umgefallen, Krankenhaus 3 Tage oder 4 Tage oder eine Woche, was weiß ich, wie lange das war. Da haben die halt festgestellt, dass ich 10% Hörverlust habe durch den Tinnitus, ne? Durch diesen Hörsturz und halt einen lebenslangen Tinnitus habe. Haben dann körperlich nichts festgestellt, also konnten nicht feststellen, wieso ich umfalle, wieso ich Bluthochdruck oder niedrigen Blutdruck habe und so weiter. Und dann haben die gesagt, mach einen Urlaub, fahr 3-4 Wochen weg. Habe ich gesagt, muss man hier Medikamente oder so, kann man was machen, dies, das, tralala. Die haben gesagt, nee, 2-3 Wochen Urlaub reichen, aber man kann auch Citalopram oder Mitrazepim, das sind 2 Antidepressiva, dazu nehmen, hilft ganz gut. Ich habe mir gedacht, okay, kein Problem, alles tutti, brauche ich nicht. Ne? Habe dann den Urlaub gebucht mit Karim, wollte 3 Wochen wegfliegen, habe 3 Wochen gebucht, sind 3 Wochen weg, also hatten geplant. Wir waren, das ist die Kurzversion jetzt, ne? Weil ich habe keinen Bock mehr. Ich werde das Video gleich reacten, dann ist auch schon fast Feierabend, weil ich keine Lust habe, mich hier lang zu stressen. Dann sind wir weggeflogen. Ich kam im Urlaub im Ausland an. Am ersten Tag hatte ich wieder so einen Kreislaufzusammenbruch, war halt immer noch sehr geschwächt. Habe dann da nur perfekt gegessen, Sport gemacht, jeden Tag 1 Stunde geschwommen, gesonnen, mich regeneriert. Und so nach 8 Tagen ging es mir super. Blendend. Es ging mir sehr, sehr, sehr gut. Und dann habe ich zu Karim gesagt, ey, lass noch verlängern, so, ich bleib hier, ich will schon von hier arbeiten und dann arbeiten wir von hier und machen jetzt noch eine Woche Urlaub und fangen dann von hier an zu arbeiten. Karim meint so, okay, machen wir, kein Problem, Tinnitus wird lebenslang bleiben, der Tinnitus wird lebenslang, es ist halt geplatzt, mir sind so Kapillare durch den Hörsturz, also durch den vielen Stress, sind so Kapillare im Ohr geplatzt und es ist halt eine organische Erkrankung, hat nichts mit dem Burnout zu tun. Und dann habe ich einen groben Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen noch 5-6 Tage Urlaub. Dann arbeiten wir von hier, machen schon mal so YouTube-Videos, dies, das. Und dieses Citalopram, was der Arzt meinte, kann man nehmen, wenn man möchte, habe ich mitgenommen dahin und hätte es natürlich nicht mehr gebraucht, weil ich war ja eigentlich schon wieder fit, mir ging es schon wieder recht gut. Habe ich sogar ihm gesagt, ey, das Citalopram, wenn ich das jetzt noch nehme, dann werde ich noch fitter und ich bin schon so sportlich und so und dann komme ich noch härter zurück und ich vertrage alle Medikamente und so. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann stand halt gut, Citalopram hast du die ersten 2-3 Tage ein bisschen so Nebenwirkungen. Danach geht es dir besser. Und habe ich das genommen. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Am 4. Tag ist dann etwas Schicksalhaftes passiert im Ausland, was ich jetzt nicht erklären kann, juristisch auch so. Und nervt der Tinnitus, da gewöhnt man sich dran. Nervt ohne Ende, aber man gewöhnt sich an alles, wie im Leben. Und über diesem schicksalhaften Ergebnis dann, was dann passiert ist, bin ich komplett durchgedreht. Also ich bin so komplett irgendwie in so, das hat mich übertrieben gestresst, ich war übertrieben abgefuckt und übertrieben so. Es war eine schlimme Situation, die da passiert ist. Nervig, aber ich habe sie sehr übertrieben wahrgenommen. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt mir nicht. Das Medikament ist das, glaube ich, so. Und dann habe ich jemanden angerufen, der meinte so, seit dem Medikament bist du komisch. Dann habe ich so einen Arzt angerufen, habe ich gesagt, ey, seit diesem Medikament kriege ich hier so Ausfallerscheinungen und so Tickse und so. Der sagt, ja, das bleibt eine Woche, dann geht das weg, nimm das weiter. Ich habe gesagt, eigentlich bräuchte ich das gar nicht, mir ging es schon wieder gut. Mir ging es jetzt voll scheiße unter dem Zeug. Ja, nach 2-3 Tagen geht das weg. Ne? Okay, ich nehme weiter, das wird schlimmer. Dann wird das ein bisschen besser und dann irgendwann, wie viel Citalopram hast du genommen? 10 Milligramm, dann 20. Ich habe es einfach nicht vertragen. Auf jeden Fall ging das dann so weit, dass ich dann irgendwann nachts Herzrhythmusstörungen hatte,
auch Kreislaufzusammenbrüche hatte. Also quasi mein Burnout war geheilt und das Citalopram hat etwas noch Schlimmeres hervorgerufen. Und im Internet wurde halt die ganze Zeit geschrieben, ja, das geht nächsten Tag weg, das ist nur ganz kurz, danach wird total super. Und habe ich Affe gedacht, okay, morgen verträgst du es. Und dann habe ich nicht mehr ausgehalten. Und irgendwann so, ich war auch nicht mehr selbstreflektiert, ne? Ich habe das selber nicht so wahrgenommen. Ich konnte selber ich habe alle Drogen der Welt genommen, bis ich 18 war. Also ich kenne jede Droge, aber das Citalopram, das war ein Film, in dem ich war. Ich konnte gar nicht die Realität wahrnehmen und habe immer die Hoffnung gehabt, okay, das wirkt morgen. Und irgendwann war es so weit, dass man meinen Puls an den Füßen gesehen hat und ich so total neben der Spur war. Dann habe ich einen richtig guten Arzt angerufen, habe gemeint, so und so, habe das genommen. Ne? Antidepressiva sind der größte Müll, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Habe den angerufen, habe gesagt, so und so sind Symptome. Das ist doch nicht normal, oder? Dann sagt er so zu mir, nimm das noch einen Tag, aber sonst musst du absetzen. An diesem Tag habe ich das dann abends genommen statt mittags und habe es mittags weggelassen. Und da ich das dann abends genommen habe und dann der Wirkspiegel hochging, habe ich richtig gemerkt, wie ekelhaft das ist. Dann habe ich erst richtig gemerkt, ich war aber die ganze Zeit gut drauf, also ich hatte Power, nur halt so komische Kekse. Habe ich richtig gemerkt, wie ekelhaft das ist. Habe den angerufen und habe gesagt, ey, ich habe jetzt mal abends genommen und ich merke gerade, es geht mir richtig schlecht. Das liegt 100% daran. Also ich war mir so unsicher. Ist jetzt mein Burnout zurück? Ist das Medikament? Weil ich hatte ja früher einen Burnout, wo ich nicht mehr einschätzen konnte. Und habt ihr Wohnort von Chef geschickt auf Instagram. Mein Wohnort könnt ihr wissen. Jeder weiß, wo ich wohne. Und dann, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so verrückt, weil ich das ja nicht so reflektieren konnte, habe ich das dann abgesetzt. Als ich das abgesetzt habe, ging es mir super, super, super. Aber ich musste jeden Tag 15, 16 Stunden schlafen, weil das mir so viel Energie geraubt hat, weil ich war ja wie auf Koks. Also ich hatte die ganze Zeit Power, aber das war eine Power, die quasi chemisch in meinem Kopf erstellt war, die nicht dahin sollte und die mir aber auch so komische Gedankensweise und komische Kicks gegeben haben. Und da habe ich einen Arzt halt nochmal angerufen und er meinte, du verträgst das einfach nicht. Du darfst das nicht nehmen. Wer hat dir das überhaupt gegeben? Wurde das stationär gemacht? Ich sag, nö, hat mir so ein Arzt empfohlen, habe ich mir dann so besorgt und einfach selber reingepfiffen im Ausland. Und er meinte, sofort absetzen, ne, habe ich eben schon erzählt. Und dann, wie gesagt, als ich das abgesetzt habe, was passiert? Serotonin geht natürlich runter, meine kompletten Synapsen waren verstrahlt. Mir geht's aber besser. Ich schlafe 5-6 Tage, 14-15 Stunden, bin aber total angenockt. Burnout wieder bei 100%. Ne? So Burnout wieder bei 100%. Dann ein Schicksalsschlag. Es passiert eine Sache. Ich bin nämlich so am Aufbauen. Es passiert eine Sache im Ausland, die ich nicht erzählen kann, auch privat, die mir dann in dieser schwachen Phase komplett den Boden von den Füßen weggerissen hat. So. Dann habe ich gedacht, boah, voll im Arsch. Das hat mich dann richtig ein Loch fallen lassen. Richtige Depris, richtig am Ende, weil kein Serotonin mehr im Kopf. Dieser Schicksalsschlag, ich will mich gerade von dem Citalopram mal holen. Ne? Ich probiere das kurz zu machen, weil die Story ist so lang, da könnte man eine Stunde drüber reden. Okay, ich wieder verlängert, ich bleibe noch länger da. Dann habe ich überlegt, okay, ich bleibe über Weihnachten da. Mich haben immer verschiedene, der Lied kommt gleich, immer verschiedene Leute besucht. Über Weihnachten dann wieder was Persönliches passiert, wieder persönliche Probleme, ne? Wieder gefickt, also quasi Burnout fast geheilt, Citalopram, alles verzehnfacht, verschlimmert, ich mich davon nochmal holen, Schicksalsschlag, Anruf, private Probleme und dann ging das ungefähr von Woche zu Woche so weiter. Ich hatte 5 gute Tage, mich wieder aufgebaut, ich hatte kein Handy, nix, plötzlich kommt der Steuerberater zu mir durch, erzählt mir eine Geschichte, die total wahnwitzig ist. Ich wieder total abgefuckt, fall wieder so ein bisschen runter, wieder so ein Stück nach unten, will mich wieder neu aufbauen. Diese spiegeln dann 3 Wochen so weiter. Ne? Dann zum Abschluss ging es mir wieder sehr gut. Also war ich schon einen guten Weg, sag ich mal. So bei 30-40% Akku. Kriege ich einen Anruf, kriege ich eine WhatsApp-Nachricht auf die E-Mail. Ich muss sofort nach Hause fliegen wegen Corona, weil es so eine Corona-Maßnahme ist. Alle müssen nach Hause. Ich denke mir so, krank. Ich wollte noch eine Woche bleiben, um mich halt aufzubauen. Ich fliege nach Hause, komme zu Hause an, total kaputt, nicht gepennt, weil die Nachricht kam nachts und ich muss dann morgens schon fliegen. Total behinderte Corona-Scheiße. Ich komme nach Hause, bin total im Arsch. Okay, scheiß drauf, Urlaub gefickt, 2 Monate Auszeit für nix, Akku kaum geladen, wollte zu Hause chillen, passiert wieder was Privates. Also wieder eine private Sache passiert, die ich auch nicht erzählen kann. Ne? Und okay, scheiß drauf, wieder Akku verloren, kein Problem, machst du weiter. Und dann kommt jetzt das Schlimmste. Dann habe ich gedacht, komm, weißt du was, zu Hause chillen bringt nichts. Fährst eine Woche in NRW, habe ich mir dann ein Wellnesshotel geholt, eine Woche nur geschlafen, mich ausgeruht, geschwommen wieder, Sport gemacht, Spaziergang, ganz wenig Kontakte gehabt.
Sonntags komme ich nach Deutschland vor zwei Wochen, nach Saarburg vor zwei Wochen, werde dann Patenonkel von meinem besten Freund Moritz. Total frisch, bin glücklich. Hab dann die Feier gefeiert und habe dann geplant, schon von vornherein, montags anzufangen, ein Comeback zu machen, meine Zeit mit euch zu verbringen, meine Firma wieder zu leiten, Bodybuilding zu machen, weil ich habe nur Ausdauersport gemacht bis zum Zeitpunkt. Ja, und dann montags kommt Diagnose, Aminoid-Krebs. Und dann war so für mich so vorbei. So, ich dachte einfach, vorbei, Leben vorbei. Ich dachte, wie, mein Hund hat Krebs? Ich dachte, ich war zwei Monate im Ausland, ich wurde von einem Medikament fast umgebracht, was mir irgendein Idiot gesagt hat, dass ich leben soll. Ich habe mich wieder neu aufgebaut. Es kam ein Schicksalsschlag, privater Natur, ich habe mich neu aufgebaut. Es kam ein Schicksalsschlag, ich habe mich neu aufgebaut. Es kam ein Schicksalsschlag, ich habe mich neu aufgebaut. Und dann komme ich nach Hause, bin frisch, will arbeiten, trotz dass die zwei Monate, davon hatte ich quasi zwei gute Wochen. Und dann kommt die Diagnose, Amino hat Krebs. Und ich denke mir nur so, ich kann es gar nicht beschreiben. Das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war jetzt vor zwei Wochen, ne? Das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich bin einfach nur, ich war so am Ende, aber die Kraft, Amino zu retten, hat mir halt nochmal Power gegeben. Und dann habe ich halt diese Aktion gemacht mit Amino, wo ich mich bei euch allen herzlich bedanke für. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr mir geholfen habt, den Termin in Hofheim zu bekommen. Dann bin ich nach Hofheim gefahren. Meine Hoffnung war, dass die Amino da halt direkt operieren und retten. Und dann kommt die Diagnose, er hat nicht das, was sie vorher gesagt haben. Gut, dass sie kamen. Hätte man ihn vorher in Trieb behandelt, wäre er jetzt tot. Ich bin erstmal Schockstarre. Und ich sage zu denen, okay, was ist ihre Diagnose? Und die sagen, ja, der hat halt 4-5 Lymphome in seinem Körper und wir müssen eine Chemotherapie machen. Und sie müssen das jetzt entscheiden. Und ich stehe da erstmal in Schockstarre. Ich bin einfach Schock. Ich sage, wir sind die Überlebenschancen. Der sagt 5%. Ich sage, wie 5%? Ich gehe raus, ich musste rauchen, ich musste denken, ich bin fast durchgedreht so. Und dann rumtelefoniert mit Ärzten, Heilpraktikern, dies, das. Also Heilpraktikern telefoniert, alles gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich habe mich nur ganz gerettet und jetzt kriege ich wieder eine schlechte Diagnose. Okay, und dann habe ich gute Nachrichten bekommen, schlechte Nachrichten, habe mich dann am Schluss entschieden, ich mache eine Chemotherapie mit ihm, weil sonst schafft er es nicht. Und danach eine Heilpraxis, weil ein Hund darf nur eine Chemo kriegen oder maximal zwei. Und danach auf heilpraktische Art. Bin nach Hause gefahren, saß im Auto und war einfach komplett am Ende. Hab drei Tage geheult und war komplett am Ende und dachte, das war's so. Ich war drei Monate weg, hab meinen Hund drei Monate nicht gesehen. Ich hatte Hass auf diese Menschen, die mich in diese Auszeit befördert haben. Ich hatte Hass auf die Welt so. Und ja, das war letzte Woche. Und dann, zum Glück, so Gott will, hat die Chemotherapie bis jetzt keine Nebenwirkungen. Amino geht es von Tag zu Tag zu Tag zu Tag besser. Und ich pflege ihn jetzt den ganzen Tag. Ich bin den ganzen Tag bei Amino. Und es geht ihm zum Glück besser. Und jetzt habe ich wieder die Hoffnung, also ich habe jetzt wieder die Hoffnung, dass ich ihn heile. Und deswegen werde ich auch auf diese ganzen Online-Sachen scheißen. Ich bin jetzt wieder da reingerutscht irgendwie, dummerweise durch den Leak, voll behindert auch. Und kämpfe um Amino und muss natürlich auch nach meiner Gesundheit gucken, weil ich hatte halt übertrieben krass, 2019 war ekelhaft, 2020 war ekelhaft und diese Auszeit war komplett ekelhaft und diese Medikamentensache da war ganz komplett ekelhaft und das dann mit Amino war dann halt so der krasseste Tiefschlag halt so. Und jetzt bin ich halt in der Phase, wo ich eigentlich nur nach mir und Amino gucke. Hattest du vorher auch schon ständig so private Schicksalsschläge? 2020 war wie ein ganz großer privater Schicksalsschlag und eine Verarschung und Hintergehung, die ich so in meinem Leben menschlich noch nie erlebt habe. Also 2020 war menschlich und geschäftlich für mich das enttäuschendste Jahr in 36 Jahren. Und das sagt euch jemand, der mit 18 in Drogentherapie saß und all seine Straßenfreunde keinen Brief geschrieben haben an meinem 18. Geburtstag. Ne? So. Und jetzt gerade bin ich eigentlich in der Phase, nach meiner Gesundheit zu gucken und nach Aminos Gesundheit zu gucken. Aber Amino ist unten, ich habe hier mehrere Etagen, liegt im Bett, jemand liegt daneben, mit Amino ist alles gut, er verträgt die Therapie gut. Ich bin jetzt wieder voller Hoffnung, weil es geht ihm sehr gut. Also ich bin, die Ärzte sind sehr zufrieden, wie die Chemo anschlägt. Die Chancen, dass er das jetzt lange überlebt, stehen momentan viel, viel größer. Das hat mir auch wieder die Energie gegeben, jetzt gestern wenigstens die Story zu machen. Aber dennoch wollte ich mir noch drei Wochen nehmen, und das selber noch verkraften alles, selber mich nochmal neu aufbauen und mich um Amino kümmern. Und ich sage auch noch eins, an euch ganzen Pisser mit Auszeit, dies, das, tralala. Ich bin von drei Schulen geflogen, ich war mit acht schon beim Kinderpsychologen, ich habe
in meinem Leben alles verkackt bis 25, gebe ich zu. Ich saß mit 18 Jahren vollgestopft mit Psychopharmaka in Drogentherapie, ne, weil ich vorher jeden Tag auf Koks, Jägermeister und Gras war in hohen Dosierungen. An meinem 18. Geburtstag haben mich all meine Straßenfreunde verlassen. Keiner hat mir einen Brief geschrieben. Aus dieser Scheiße habe ich mich rausgekämpft und habe irgendwann Sekluse aufgebaut. In Sekluse hatte ich Filme, wenn ich dir hier erzählen würde, das geht juristisch gar nicht, ja? Und hat jetzt eine kurze Auszeit. Wer da was von Schwäche erzählt, lauft einmal hier in diesen Schlappen. Lauft einmal in diesen Schlappen, weil ich habe ein paar Kommentare gesehen. Lauft einmal in diesen Schlappen. Und diese Auszeit, habe ich euch gerade erzählt, hat ein Medikament mich fast gekillt. Und danach habe ich mich neu aufgebaut. Trotz privater Schicksalsschläge. Und dann kam ich nach Hause. Und dann wird das Liebste, was ich habe auf der Welt, mein Hund, für den ich töten würde. Ja, und das habe ich auch geschrieben. Ich wurde auf Instagram übrigens blockiert, weil ich habe geschrieben, wer meinen Hund töten würde, den würde ich töten. Dafür habe ich eine Sperre bei Instagram bekommen, wegen Aufruf zu Gewalt. Was ich geisteskrank finde. Weil wer, also, mich hat einer gefragt, wenn ich deinen Hund töten würde, würdest du mich töten? Ich habe gesagt, ja, ich würde dich töten. Also in Kommentaren. Und ich meine das auch so. Wenn irgendeiner käme und tötet vor meinen Augen meinen Hund, selbst wenn ich nicht wollte, mein Geist wird den Typen töten. Die Frage ist doch überhaupt, wer fragt dich, wenn ich deinen Hund töten würde, würdest du mich töten? Ja, ja klar würde ich dich töten. Das finde ich nicht geisteskrank. Ich finde den Typen geisteskrank, der auf die Idee kommt, den Hund eines Menschen vor diesem Menschen zu töten. Also, was für eine geisteskranke Scheiße auch da abging, ne? Aber zu diesen Schuhen, ne? Und jetzt gerade bin ich Amino, kämpfe ich um sein Leben und meine Gesundheit muss ich wieder aufbauen. Und jetzt kommen hier so Rotzlöffel, so irgendwelche, die beide fake sind, beide Firmen sind fake und ziehen mich in so eine Online-Scheiße rein, weil jetzt dieser scheiß Dropbox-Link geleakt wurde. Machst du zurzeit noch Sport? Ich habe wegen Amino 3 Wochen nichts gemacht, sonst jeden Tag Ausdauersport. Und auf der grundaktuellen Lage von Amino war ich jeden Tag auf Tabletten und CBD und habe mich nur um ihn gekümmert. Aber ich habe in meiner Auszeit, 2 Monate lang bin ich jeden Tag eine Stunde geschwommen. Ich habe ein Schwimmbad jetzt hier im Haus mit Gegenschwimmanlage und schwimme eigentlich jeden Tag. Ich hatte, soll ich euch meinen Körper zeigen, wie ich aussah beim Schwimmen? Soll ich euch das zeigen? Ich zeige euch ein Bild, wie ich eine Testonadel im Arm habe und richtig dünn bin, so schwimmermäßig, wenn ihr das sehen wollt. Wollt ihr das sehen? Meine dünnste Form auf Schwimmsport, wo ich so richtig dünn war? Ach guck mal, hier, so sah ich aus. Als ich auf Holzfäller Trafo war, also letztes Jahr, so sah ich letztes Jahr aus und so sah ich nach 2 Monaten Schwimmen aus. Oh, unten sieht man Bilder, ne? Ups. So sah ich nach 1,5 Monaten Schwimmen aus, ungefähr. Das war so mein Schwimmkörper halt so. Und habt ihr gesehen, wie ich vorher aussah, ne? So. Habe ich natürlich noch ein bisschen Bauch, aber halt ganz dünn vom Schwimmen und ganz dicke Waden. Ich glaube, meine Waden waren da sehr krass im Urlaub. Also ja. So sahen meine Waden aus im Urlaub, in meiner Auszeit, wo es mir gut ging, weil ich halt jeden Tag geschwommen bin und jeden Tag 10.000 Schritte gegangen bin. Ich bin nicht da, ich will ganz lean werden. Ich will so ganz trocken, also ich will diese Form, die ich da habe, das war so 115 Kilo, noch ein bisschen Bauch weg und dann ganz trocken Bodybuilding. Ich will ganz gesund werden, ich lebe ganz gesund. Also ich habe mein Mindset komplett verändert, im Ausland, ich habe mein ganzes Leben geändert. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen impulsiv und ruppig, weil halt jetzt ich aus meiner Auszeit gerissen wurde. Aber wenn ich zurückkomme, werde ich mich auf ein altes Mindset fokussieren. So Gott will, geht es Amino dann gut, Amino lebt und ich bin gesund. Und dann werde ich so mit Kraft ausdrücken und ich werde Sport machen und mich gesund ernähren und mich von dem ganzen Scheiß distanzieren, den ich damals gemacht habe. Also ich werde Testo nehmen und so, aber halt nicht mehr in so Dosierung wie damals und ich werde sauber essen, keine Süßigkeiten mehr, ich werde gesund leben, ich werde viel meiner Zeit mit meiner Familie verbringen. Das hier, heute war jetzt vielleicht nochmal der alte Matthias, so musste sein, aber den wird es auch geben, Abrechnung, habe ich ja vorhin gesagt. Woher nimmst du die Kraft, nach jedem Rückschlag wieder aufzustehen? Ich schwöre bei Gott, diesmal weiß ich auch nicht, woher ich die genommen habe. Diesmal weiß ich auch nicht. Ich schwöre, es gab Tage im Ausland, da habe ich mir echt gedacht, weißt du was, da habe ich mir von PS Sports diesen Suizidcheck angehört, mit diesem, man will einfach wieder Endorphine haben, habe einfach gedacht, weißt du was, knall dir eine Kugel in den Kopf. Ich sage das wirklich so, es gab so Tage, wo ich mir dachte, ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf diese Klus, baller dich einfach weg. Habe ich mir so gedacht halt, am Meer, wenn ich saß so. Und danach habe ich mir gedacht, nee, niemals, meine Feinde sollen niemals sich freuen. Das war so mein einziger Antrieb. Ich dachte, meine Mutter soll nicht weinen, meine Familie soll nicht weinen und meine Feinde sollen sich nicht freuen. Aber ich hatte so den Gedanken, lieber so jetzt einfach tot umfallen. So hatte ich wirklich im Ausland. So schlimme Tage hatte ich, aber ich bin aufgestanden. Bei dem Amino-Tag habe ich gedacht, alles so weit bin ich auch wieder aufgestanden. Und wenn jetzt was kommt, werde ich auch wieder aufstehen. Und Karim ist, ja, muss man online sagen, Karim ist ein Löwe. Der hat mir so beigestanden.
ich schwöre, der hat am Schluss selber Burnout gehabt, weil er gesehen hat, wie ich gefickt wurde. Ich wurde wirklich 3 Monate gefickt, 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 gefickt. Karim ist auch wie ein Löwe mit mir nach Hofheim gefahren, um Amino zu retten. Es gibt so, boah, ich glaube, so an meiner Seite wie Karim die letzten Monate war in meinem Leben noch keiner. Und ich habe schon für Leute, bin ich wirklich ins Feuer gegangen, die mich alle verraten haben, alle. Nicht verraten, aber hängen gelassen haben, mit mir gestritten haben. Mich, ja, hängen gelassen, hängen. Gestritten ist scheiße, aber gestritten, gestreiten, vertragen ist okay. Aber hängen gelassen haben. Leute, für die ich gestorben wäre, haben mich hängen gelassen. Und Karim, den ich einfach nur 10 Jahre kenne, als Freund und der Managa, ist wirklich wie ein Löwe mit mir marschiert und hat mit mir zusammen Tränen vergossen, als wir Diagnose Amino hatten. Hat mit mir Amino zusammen gerettet und so. Der Typ ist ein Löwe. Das ist so, so sollen die Leute, diese ganzen Leute, da sollen Karim angucken und seinen Charakter holen und ein bisschen nur 10% davon haben, dann werden die Männer. Ich hege seit meiner Auszeit einen großen Hass auf diese ganzen Enttäuschungen. Weil so, dass diese Enttäuschung, mich hat nicht die Arbeit an Burnout gebracht, mich hat wirklich der Hass so, ich habe 2020 war ich voller Hass auf Enttäuschung so. Ich schwöre, ich will mir auch unbedingt einen Therapeuten suchen, mit dem ich drüber reden kann, wie ich diese Enttäuschung verkrafte. Weil ich bin ein Mensch, der gibt immer 100% Loyalität und fast jeder lässt einen hängen. So. Deswegen liebe ich Amino so krass. Deswegen ist diese Liebe zu Amino so unfassbar krass, weil ich liebe auch Menschen, aber weil ich immer 100% gebe, ich kann nicht anders. Deswegen werde ich auch mein Geschäft trennen und meine Geschäftsführung und mein Marketingteam alles übernehmen lassen, weil ich einfach so, mich kann man schnell possieren, habe ich in dem Video gesagt. Und ich bin einfach zu loyal. Und das wird immer ausgenutzt. Dazu 80-90% wird das ausgenutzt. Deswegen liebe ich Amino so unfassbar. Und wie ich es gesagt habe, und ich wurde ja auf Instagram gemeldet und blockiert, wird jemand Amino töten, töte ich den. Fertig, aus. Mit Stolz töte ich den und gehe in den Knast. So. Ich werde noch einen Real Talk hören. 2020 lag ich manchmal im Bett mit Mordgedanken, ne? Wo ich dachte, okay, ich bringe einfach alle um. Ich schwöre, ich bringe die einfach um, geh schlafen. Geh 6, 15 Jahre. So, ich würde es nicht machen. Aber so in meinem Kopf, wisst ihr, dieser Hass, so, ich konnte nicht schlafen vor Hass. So. Ich habe mir sogar CBD 3 Gramm und der Hass war immer noch da. Weil die Enttäuschungen so tief gesessen haben. Diese Enttäuschungen so. Nicht diese eine, sondern es kam eine Enttäuschung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann die letzte große 2020. Da war bei mir echt Knockout so. So, und ich behandle immer noch jeden Menschen gut, weil ich gottesfürchtig bin. So, also ich glaube an Gott und ich denke, wenn einen schlecht behandelt, dann kriegt man Schlechtes zurück. Aber bei Menschen, ich habe eine ganz komische, das ist ganz komisch. Ich bin schnell noch mit denen gut, aber es ist krank. Ich liebe Amino mehr als Menschen mittlerweile. Es ist einfach so geworden, durch diese ganzen Enttäuschungen. Ich finde guck mal, 2020, jeder ist eine Fotze. Heutzutage ist jeder eine Fotze. Männer gab es in 80er, 90er Jahren. Da gab es noch Männer. Ne? Heute, jeder lutscht die Olle von dem anderen an. Jeder zinkt. Eins gegen eins. Das gibt's ja auch nicht mehr. Es gibt nur noch 10 gegen einen und Link und... Ich will wieder zurück, 80er Jahre, 90er Jahre. Ich bin ja 90er geboren, aber ich bin Fan der 80er. Von diesen Leuten, so vom Kiez, kennt ihr? Wo noch eins gegen eins, so, wer eine Waffe geholt hat, war eine Fotze. Wer mit Polizei geht, war eine Fotze. Wo man nicht die Freundin vom anderen angelutscht hat. Heute bumst jeder die Freundin von dem anderen, schreibt die Freundin bei Instagram an, macht so, so, ist unloyal, wegen ein paar Euro, wenn ich sie ein Sponsor. Während ich hier im Leiden bin, so mit meinem Hund, erwähnen die mich online auch so ekelhaft. So, die Leute haben keinen Charakter mehr. Ich bin auf dem Film Familie, Abrechnung mit Eiweißfirmen. Ich treibe mich nicht mit YouTubern auch rum. Ich habe auch letztens auf diese Stay-Dekal-Den-Sachen nicht reagiert, obwohl das mich abgefuckt hat. Ich habe auch mit Rap-Beef nichts zu tun oder so. Ich werde aufklären bei Eiweiß-Szenen. Na klar, würde mich jetzt ein YouTuber angreifen, irgendeiner würde ich den natürlich dissen, aber wenn ich zurückkomme, ich will Aufklärung machen, ich will euch gute Qualität zeigen, ich will euch gute Produkte liefern, ich will euch einen gesunden Matthias zeigen, ich will euch, so Gott will, einen gesunden Amino zeigen und will euch ein gutes Mindset mitgeben. Ich will mit so einer, aber ich werde mich trotzdem natürlich nicht von so Drecksleuten unterkriegen lassen. Ich habe das heute bewiesen, wenn so Leute was gegen mich machen, stehe ich auf, habe heute ein paar Sachen erzählt, aber und jetzt sitze ich hier und muss euch ein scheiß Video gleich zeigen, oder ne, eigentlich ein geiles Video, ein raffiniertes, geiles Video, eine geile Sache, die ich aber gerne gemacht hätte, wenn ich erst mich um ihn und mich gekümmert hätte und jetzt ein bisschen getriggert bin, weil ihr mir gesagt habt, guckt die Videos und ich da halt so sehe, dass beide halt lügen und beide irgendeine Scheiße reden und ich da auch irgendwie reingezogen werde und so und finde es halt absolut respektlos und ekelhaft. So, alle wussten, das ist mein Beef, alle wussten, ich muss mich da einmischen, alle wussten, Amino ist krank, alle wussten, ich habe einen Burnout und dass die da sowas starten gerade, wo ich dann involviert werde, das finde ich so ekelhaft, das muss ich heute Nacht erstmal verdauen,
Ne? Und dann werde ich mir überlegen, wie ich in 3, 4, 5 Wochen, wenn ich mein Comeback mache, damit abrechne und wie die Leute sich in der Öffentlichkeit da weiter verhalten werden. So. Das reicht zu meiner Auszeit.